Dialekt, Schwäbisch, Badisch, also überall hier im Lande gibt es natürlich Dialekte, natürlich auch das Bayerische und so weiter. Aber gerade heute findet in Stuttgart im Schloss eine Dialekttagung statt. Also da geht es darum, ums Dialekt sterben. Also es wird immer mehr Dialekt, wahrscheinlich weniger gesprochen. Und wenn ich jetzt da schon mal hier die Dialektfavoriten sozusagen da habe, Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle, ich habe gelernt, so glaube ich war es richtig, genau. Das war komplett richtig, ja. Es ist ja auch kein Wunder, dass der Dialekt ausstirbt, wenn sie uns zu der Tagung nicht einladet. Das ist richtig, genau. Nee, aber also an uns soll es nicht liegen. Gell? Jetzt ganz kurz an euch. Wir haben ein Lied gemacht über das Wirtshaussterben. Ja. Da würden wir wahrscheinlich demnächst noch eins über das Dialektsterben machen. Ja, das wäre also natürlich dann der. Der kommt aus von der Albra, gell? Wohnt jetzt in Stuttgart und die schwätzt so gut wie nämlich Schwäbisch. Ist voll hart. Seht ihr es denn definitiv so, dass es ausstirbt, oder? Also nicht, aber es wird halt weniger. Mhm. Ja. Woran kann es liegen? Also ich sehe eigentlich nicht, dass es ausstirbt, sondern ich glaube, dass die Vielfalt tatsächlich ein bisschen ausstirbt, aber das Schwäbische glaube ich nicht, dass es ausstirbt, sondern es gibt, alle ein bisschen so ein Heimatgefühl und deswegen ist eher so, es ist eher so zu sehen, dass, finde ich zumindest, Dialekt wieder bewusster gesprochen wird. Oder ist eher so ein bisschen Stadt-Land-Gefälle, also auf dem Land doch mehr verstärkt und in der Stadt doch eher vermischt? Ah ja, es ist schon so, dass es in der Stadt wahrscheinlich eher mehr Hochdeutsch gesprochen wird wie auf dem Land. Aber es ist eigentlich auch immer verschieden. Wenn man zum Beispiel Rotzbulle, gell? Heißt der Rotzbulle jetzt Butze Wagel oder heißt der Butze Megeler? Ja. Ich kenne es als Butze Megeler. Ja, genau. Bei uns heißt bei euch ist der Butze Wagel ein Baby, aber man sieht ja auch, das ist ja nicht der Rotzbulle, guckt ihr das auch, gell? Deswegen, wenn man das jetzt immer bloß auf den Butzenmägler zurückführen würde und die Butzenwägler überhaupt unterschlagen würde, dann ist die ganze Vielfalt beim Diesel. Genau. Also, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Diskussion an, was da heute so erzählt wird. Und dann. Also der Manne hat vielleicht was gemacht zum Thema Dialekt. Ja, ja. Der Manne hat für nächstes Jahr, der hat einen Marsch geschrieben, der heißt Ostalb Herz. Ja, das ist ganz geheim. Und der hat aber einen super schwäbischen Text. Der wird aber auch dazu beitragen, dass wieder mehr Schwäbisch gesungen wird. Mehr Schwäbisch wieder. Wie heißt Headline? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist ja neuer Geheim, genau. Genau. 2019 erfahren wir mehr. Und jetzt in diesem Sinne, macht's gut. Ade. Ciao. Ja, was war es jetzt für dich Besonderes, dass du heute hier eingeladen wurdest? Das ist einfach was Besonderes, wenn man zu einer Veranstaltung eingeladen wird, wo der Herr Ministerpräsident so aufruft. Das ist natürlich was Besonderes. Und wie siehst du jetzt wirklich die Zukunft Dialekt? Das ist sehr spekulativ. Ich kann da nicht viel drüber sagen. Also ich habe nur selber eine Meinung dazu. Ich finde einfach, also ich finde es gut, wenn man auch Hochdeutsch kann. Ich habe da noch nie ein Geheimnis draus gemacht, weil es ganz gut ist, einen gemeinsamen sprachlichen Nenner zu haben. Ich finde es aber auch gut, wenn man sich seinen Heimatdialekt bewahrt. Also, aber wie es ausgeht, das kann ich nicht sagen. Dialekt, Gegenwart und Zukunft. Natürlich geht es bei uns, klar, ums Schwäbische. Ich habe zwei sozusagen Kultfiguren des Schwäbischen hier. Da einmal Albin Breik als Hannes und Karl-Heinz Hartmann als der Bürgermeister. Wie seht ihr die Zukunft des Dialektes? Ja, eigentlich recht positiv. Die Initiative von unserem Ministerpräsident Kretschmann, die ja heute hier nach 150 Jahren endlich mal realisiert wurde, die deutet doch an, dass die Zukunft ungefährdet ist. Die Zukunft des schwäbischen Dialekts in all seine Facetten. Ja. Jetzt natürlich, wenn wir es jetzt mal ein bisschen humorvoll nehmen, bei euch im Rathaus sozusagen wird ja natürlich schwäbisch geschwätzt. Wie siehst du die Situation, wenn man ein bisschen jetzt so unters Volk geht? Auf dem Land klar, aber in der Stadt? Ja gut, das ist ein Problem praktisch in Hellestedt, dass man halt durch die Schmelztiegel, wo alles zusammenkommt, hört man eigentlich Schwäbisch nicht so stark aus. Ich glaube schon, dass das eine ländliche Sache ist und auch bleiben wird das dort mehr. Aber man sieht auf dem Land, dass die Jungen dort auch vermehrt wieder Schwäbisch schwätzen. Mhm. Auch bei den Jungen in der Stadt merkt man, dass die wieder gucken, dass sie nach dem Dialekt wieder ein bisschen mehr hochhalten wie früher. Also es ist nicht mehr so angestrebt, dass man jetzt unbedingt Hochdeutsch spricht, sondern dass man der schwäbische Dialekt eigentlich wieder, der ist wieder modern geworden, kann man bei Ihnen sagen. Ja.
Gut. Bei euch jetzt im Theater, wenn natürlich die Zuschauer kommen, ihr habt natürlich ausverkauft bis weit ins nächste Jahrzehnt, kann man fast sagen. Also weit hinaus sind wir gut ausverkauft. Wie ist da so das Publikum? Habt ihr auch junge Leute drunter, die immer mal wieder vorbeischauen? Erstaunlicherweise sogar viele. Mhm. Wobei auch das ein Zeichen dafür ist, dieser Zuspruch, der Zustrom ist ein Zeichen für Interesse am Dialekt. Wobei beim Dialekt ist ja gar nicht so arg wichtig, ob man jetzt den Dialekt im reinen Schwäbischen spricht oder vielleicht immer Schwäbisch, das türkische Wurzeln hat. Unwichtig ist, wichtig ist, dass man sich versteht. Und zwar nicht nur in der Sprache, sondern auch im Geiste. Das heißt also, mir ist auch einer, der nicht reine Schwäbisch schwätzt, aber ein Kerl oder ein Mädel ist, die passt, die funktioniert, die sind mir genauso recht wie einer, der das Elbler Schwäbisch perfekt schwätzt. Also der Inhalt vom Denken ist mir so fast wichtiger manchmal wie der Dialekt allein. Prima. Und auch bei euch jetzt in der Sendung Freunde in der Mäulesmühle, da habt ihr auch alle Facetten dabei. Also da ist auch mal bayerisch, badisch, querbeet. Von Hohen Norden bis nach Zürich ist bei uns alles vertreten und das zeigt aber, ja, dass wir Schwaben doch recht international denken, weil wir denken ja, also vom Rösti-Graben, wie wir heute ja schon gehört haben, bis zum Weißwurst-Äquator und drüber hinaus. Alles dabei, genau. So, jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Mittag, schöne Festtage, darf man auch schon wünschen. Und die sind natürlich wieder voll, randvoll mit Programm vom Hannes und der Bürgermeister im Südwestfernsehen im Herrn. Da dürfen wir jetzt dann nochmal schön Werbung machen. Ja, also wir grüßen all unsere Zuschauer beim SWR und wünschen ihnen jetzt schon, also ich weiß nicht, wann die Ausstrahlung dieses Filmes ist, aber recht bald. Recht bald, also aber trotzdem jetzt schon ein wunderbares Weihnachtsfest, ein guter Rutsch und bleibt alle im Hirnbach. Macht's gut. Genau. Du auch noch etwas? Sprich gleich noch dazu. Was soll man da sagen? Ich kann mich nur anschließen. Schönes Weihnachtsfest, gell? Saftige Gas und was Gutes zum Trinken, Silvester. Genau. Und da natürlich nicht vergessen, Südwestfernsehen einschalten, Hannes und der Bürgermeister. Danke. Werner Metzger, natürlich kennt man Sie vom Fasching, vom SWR-Fernsehen, von der Fasnet. Ja nicht dazu stimmt, okay. Fasnet. Wir kennen richtig, jetzt bleiben wir schon beim Dialekt. Müssen wir konkret bleiben, ja, genau. Was macht für Sie jetzt wirklich die Mundart aus? Manches, was man in der Fasnacht an Humorigem sagt, ist nur im Dialekt möglich. Wenn man dasselbe, inhaltlich dasselbe Hochdeutsch sagen hätte, dann wäre es unter Umständen eine Beleidigung. Dagegen im Dialekt ist sehr freundlich, da kann es manchmal sogar ein soziales Korrektiv sein. Der Dialekt hat enorme Möglichkeiten. Und jetzt, was man jetzt heute diskutiert hat, sehen Sie es auch so, dass wirklich Dialekt rückläufig ist? Rückläufig ist er ganz sicherlich, in gewisser Weise ja, aber er verschwindet nicht. Dialekt hat sich schon immer gewandelt, Dialekt unterliegt anderen Bedingungen, die sozialen Medien spielen heute Rolle. Mit einer der erstaunlichsten Erfahrungen ist eben, dass Kinder aus Familien, die Dialekt sprechen, plötzlich Hochdeutsch reden. Warum? Weil sie irgendwie in den sozialen Medien unterwegs sind und dann imitieren die halt das, was sie dort hören. Das ist sicherlich ein Problem, aber irgendwann kehren sie auch wieder zum Dialekt zurück. Also jetzt den Abgesang zu singen wäre sicherlich falsch. Aber so eine Tagung wie diese und so ein Kongress wie der sind natürlich vor allem auch, wenn die Politik dahinter steht, Möglichkeiten, dass der Wert des Dialekts unterstrichen wird, die Wertschätzung des Dialekts und gibt einen enormen Schub, auch was das Selbstbewusstsein angeht. Das fehlt uns Schwaben manchmal, selbstbewusst mit dem Dialekt umzugehen. Das können die Bayern besser. Aber da Sie auf dem ländlichen Raum auch nicht, da gibt es noch richtige Orte, viele kleine Orte, die schwätzen nur richtig schwäbisch. Ich jetzt immer, wenn ich in das Dorf zurückgehe, in dem ich sprachlich sozialisiert wurde, die sagt nur Maumond statt Mond. Maumaler. Und jetzt kommt es, glaube ich, darauf an, wenn das so weitergeht, dann besteht die Gefahr, dass er verschwindet oder sich so abschleift, dass nur noch eine ganz leichte Sprachfärbung übrig bleibt. Und da haben wir, glaube ich, jetzt die Möglichkeit,
da was dagegen zu tun. Und ich glaube, heute sind ganz deutlich jedenfalls mal zwei Überschriften klar geworden für mich. Ob wir dann darüber hinausgehen, das müssen wir besprechen und vielleicht nach einem zweiten Kongress dann besprechen, was macht man sinnvoll. Also die zwei Überschriften heißen nicht diskriminieren und zweitens wertschätzen. Ich denke, wenn wir das hinbekommen, dann haben wir schon sehr, sehr viel für den Erhalt der Dialektik